Boah, Winterurlaub, der könnte ja so schön sein, wenn nur das lästige Packen nicht wäre. Und dann soll man auch noch darauf achten, dass einem das Zeug nachher nicht um die Ohren fliegt. Das ist schon im Sommer schwer genug, aber im Winter, da kommen ja oft noch die Skier mit dazu. Hier, die Bretter. Aber für mich ist das kein Problem. Wir haben die Ratgeber-Spezialanfertigung, den sogenannten Teleskop-Ski. Sowas haben Sie nicht zu Hause, macht nichts. Es gibt jede Menge anderer Tipps und Tricks. Niklas hilft. Sein kleiner Bruder Kilian auch. Und trotzdem hat die Mama irgendwie Packprobleme und Stress. Jedes braucht Wechselklamotten und Schneesachen. Und also für den Skiurlaub ist es besonders stressig, weil man einfach so viel rundherum braucht. Da hilft auch die beste Unterstützung nur bedingt. Jeder, der mit Kindern verreist, weiß, man hat Unmengen an Gepäck. Alles im Auto unterzubringen, ist eine knifflige Puzzleaufgabe. Das Problem? Wer jetzt Fehler macht, der gefährdet seine Familie. Später werden wir Familie Mühe wieder treffen und checken, wie gut sie gepackt haben. Auf einer Autobahnraststätte kurz vor dem Brenner nach Italien. Der technische Leiter des österreichischen Autoclubs ÖAMTC Tirol, Karl Lick, schaut hier nämlich für uns bei vielen Urlaubern in den Kofferraum. Schönen Vormittag. Wir würden gerne mal Sie beraten ein wenig, wie man richtig das Reisegepäck verstaut. Ja. Dürfen wir mal reinsehen in den Kofferraum vielleicht? Ja. Die Ski sind auch angeschnallt. Das ist sehr gut. Erster Pluspunkt. Und auch der Kofferraum ist okay. Ja, das passt gut. Die Taschen sollten verschlossen sein, sollten fogenflüssig verpackt sein, dass sie keine Beschleunigung bekommen bei einer Notbremse. Die sind alle fest drinnen. Ja, sehr gut. Vielleicht einen kleinen Tipp noch, die Tasche da, gell? Ja. Die könnte man so herstellen oder so und mit dem Sicherheitsgut sichern. Finde ich toll, das wusste ich nicht. Und einen weiteren Vorteil hat das Anschnallen auch noch. Es ist auch über ein Sicherheitsgut die Rückenlehne verstärkt. Ja. Also nicht nur die Tasche gesichert, sondern die Lehne ist über das Gutstoß auch noch mal nach hinten gesichert, dass die ganze Masse, was im Kofferraum drinnen ist, kann diese Bank nicht aus der Verankerung reißen. Die nächsten Kandidaten alles andere als sicher unterwegs. Ui. Ja, aber. Aber? Auf der Rückbank schwere Koffer, einfach nur aufeinander gestapelt. Das Problem? Die amerikanischen Wintertouristen haben einen viel zu kleinen Mietwagen bestellt. Ja, da passt's noch. Kofferraum ist noch in Ordnung. Wir müssen diese Koffer, was vorne drinnen sind, auf der Sitzbank, die müssen wir sichern. Die Koffer schätze ich mal so auf die 30 Kilo. Die kriegen bei 50 km/h das 30- bis 50-fache an Masse beim Aufprall. Und das hebt bei Rücksitzlehne dann auch nicht mehr aus. Doch das Sichern klappt nicht. Der Gurt ist zu kurz und richtig umräumen wollen die Amerikaner nicht. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ja? Ja, ich muss fahren. Ja? Ja. Sie ignorieren die Warnung des Experten, ignorieren die Gefahr. So wie viele andere auch. In mehreren Autos entdecken wir eine besonders große Gefahr. Umgeklappte Rückbänke mit völlig ungesichertem Gepäck, frei rumliegend. Filmen dürfen wir die aber nicht. Ja, bei denen, was wir nicht filmen durften, die haben wahrscheinlich selber schon gewusst, warum. Bei anderen haben wir gesehen, dass sie Flaschen oben drauf liegen gehabt haben, Getränkeflaschen. Das eine war eine Sektflasche. Und so weiter. Aktuelle Crashtests zeigen, wie gefährlich das sein kann. Ein Skischuh wird schon bei einem Aufprall mit nur 50 km/h zu einem 75 Kilo schweren Geschoss. Kann lebensbedrohlich sein. Lose Ski werden zu gefährlichen Spießen und selbst ungesicherte Kleinteile wie ein 200 Gramm schweres Handy können im Winter wie im Sommer ein Problem sein. Bei einer Notbremse kann das schon mal bei 1,5 Kilo haben, dann kann das zu einem Geschoss werden. Wenn ich mir zum Beispiel eine Eisenkugel vorstelle mit 1,5 Kilo Gewicht und ich lasse mir die auf die Zehe fallen, dann habe ich einen blauen drunter wahrscheinlich. Nach 3 Stunden Fahrt kommt nun auch Familie Mühe an den Brenner und zeigt Karl Lick ihr Stapelwerk. Hinten natürlich knallvoll, bis unters Dach beladen. In dem Fall ist das aber kein Problem, denn Familie Mühe hat ein Trenngitter. Ein dickes Sicherheitsplus. Einen Tipp gibt's dennoch. Was da zu beachten ist, dass dieser Kletter hinten in Ordnung ist. Weil bei einem Heckaufprall
fahren diese Bildschirme natürlich nach hinten weg. Auch wieder zurück, ja. Die gehen natürlich aufs Gesicht von hinten. Sonst aber alles okay. Tschüssi. Jetzt müssen Mühes nur noch 7-mal Biene Maja hören und 2 Stunden Ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Dann kann der Urlaub sicher losgehen.